Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Dies nur ein kleines Informationsvideo über eine Nachricht, die mich eben erreicht hat. Und zwar ist der ehemalige CDU-Politiker, Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm im Alter von 84 Jahren verstorben. Aber dies nicht heute, sondern die Familie gab es erst heute bekannt. Der Außenminister bzw. Politiker, Ex-Politiker, ist bereits am 17. April in seinem Arbeitszimmer verstorben. Norbert Blüm litt schon seit 2019 an einer Blutvergiftung und war in den Armen sowie in den Beinen gelähmt. Ich habe euch den Artikel unten auch mal verlinkt. Da könnt ihr euch das gerne nochmal durchlesen, wenn euch das interessiert. Ich sage dazu RIP Norbert Blüm. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald.